Wollen Sie eine Kostenabfrage durchführen? Drücken Sie die 1. Wollen Sie einen Servicemitarbeiter sprechen? Drücken Sie die 2. Ah, das brauche ich. 2. Einen Augenblick. Ein Servicemitarbeiter ist gleich für Sie da. Es tut uns leid. Alle Leitungen sind zurzeit belegt. Bitte rufen Sie demnächst wieder an. Wiederhören. Herr Walter, wie sinnlos ist das denn gewesen? Ich kriege da Kopfschmerzen. Ja, ist es! Was ist das? Ah ja, und hier? Längst geschehen. Ah nee, das will ich nicht sehen. Ich wollte es anders gucken. Wundervoll. Wie? 648. Ja, hallo. Es ist 2:30 Uhr morgens. Ich versuche noch ein vernünftiges Video auf die Beine zu stellen. Und... wünsche gute Unterhaltung. Es geht um paranoide Schizophrenie. Ich bin vor 6 Jahren daran erkrankt und gleich mal zur Information, das ist kein ärztlicher Ratgeber und für diesen neuen Kanal ein eher ungewöhnliches Video. Mal sehen, ob ich es so humorvoll wie möglich rüberbringen kann, obwohl es eine ernstzunehmende Erkrankung ist. Wie hat es eigentlich begonnen? Ja, mit Wahnvorstellungen, Stimmen im Kopf und dennoch habe ich den alten Kanal, den ich jetzt geschlossen habe, weitergeführt. Damals, 2012 war das. Ich habe über ein Jahr keine Videos gedreht, weil es mir wirklich schlecht ging. Und 2012 habe ich, glaube ich, wieder angefangen und ja, ohne die Videos wäre ich wahrscheinlich zerbrochen. Aber macht euch keine Sorgen, ich fühle mich gesund, ich fühle mich fit, ich fühle mich einfach besser. Ihr könnt euch auf dem neuen Kanal umschauen und könnt euch davon überzeugen, dass es mir wirklich besser geht. Tja, und ich habe heute ein Video angeschaut von damals und ich kann nicht im geringsten nachvollziehen, was ich mir dabei gedacht habe. Ich finde es sowas von ungewöhnlich, was ich damals gedreht habe. Ich möchte euch einen kleinen Ausschnitt daraus zeigen. Wie komme ich denn hier wieder raus? Du bist so dumm. Es geht nicht. Es gibt keinen Ausdruck dafür, wie dumm du bist. Nein, den gibt es nicht. Es hat geklingelt. Ich gehe mich jetzt duschen. Es hat geklingelt und er geht sich duschen und ich komme hier nicht weg. Ja, wie ihr sehen könnt, ich war damals etwas kräftiger. Im Vergleich zu heute, ich habe einige Kilo abgenommen. Ja, und wenn ihr an paranoider Schizophrenie erkrankt seid, besprecht mit euren Ärzten oder mit eurem Hausarzt, wie ihr am besten gesund werdet. Ich habe es aus eigener Kraft geschafft. Aber wie gesagt, das hier ist kein ärztlicher Ratgeber. Möchte ich auch nicht und darf ich auch nicht. Besprecht es mit eurem Arzt. Ich kaufe mir jeden Tag Obst ein, Detox und Kurkuma dazu. Das hilft mir, fit zu bleiben, klar zu denken, die richtigen Worte zu finden. Natürlich möchte ich mich weiterentwickeln, nicht stehen bleiben, nach vorne blicken, um
mich noch besser konzentrieren zu können. Aber ich bin, denke ich, auf einem guten Weg. Ja, warum habe ich die Kappe so aufgesetzt? Es soll einigermaßen unterhaltsam rüberkommen. Und ja, es ist trotzdem eine ernstzunehmende Erkrankung. Falls ihr Fragen habt, darüber, wie ich diesen Weg seit 2 Monaten gegangen bin, ich beantworte sie euch gerne. Ja, das war ein eher ernstes Video, ein ungewöhnliches Video für diesen Kanal. Und ich verspreche euch, in Zukunft wird es richtig fette Comedy darauf geben. Darauf gebe ich euch mein Wort. Dankeschön und abonnieren nicht vergessen. Ach ja, jetzt kommt der Abspann-Clip, wo ich darauf hinweise. Dankeschön fürs Zuhören. Ich wollte das einfach nur loswerden, um 1:30 Uhr früh. Ich mache daraus noch ein vernünftiges Video jetzt. Ciao und schalt ein beim nächsten Comedy-Video. Dankeschön. Was ist denn das? Ah ja, abonnieren. Hey. Komm, wach auf. Die Nachrichten beginnen jetzt. Wir müssen das ansehen, wie sehr wir veräppelt werden. Ist schon so weit? Okay. Dann gehen wir die Nachrichten angucken. Nachrichten sind wichtig. Ohne Nachrichten können wir gar nicht leben. Los geht's, die Nachrichten beginnen. Ich bin Universitätsprofessor Magister Dr. Hellekopp. Und ich werde Ihnen heute erklären, was wir Ihnen für Nachrichten servieren. Ich habe einen Job als Nachrichtensprecher. Und ich wünsche, dass Sie mir gut zuhören. Ja. Aber Nachrichten sind wichtig. Es gehört zum Leben dazu. Eine Atombombe ist heute irgendwo auf dieser Welt explodiert. Oh Scheiße! Was machen wir denn jetzt? Das war ein Filmausschnitt von Terminator Genesis. Jetzt sehen Sie mal und hören Sie, wie sehr Sie... Was? Terminator was? Wieso kenne ich denn den noch nicht? Ups, das ist falsch geschrieben.
Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich glaube, den habe ich schon gesehen. Die verarscht werden. Was, wir werden verarscht? Das glaube ich nicht. Die Toilette runtergespült. Du kannst auf deinem Klo nicht so kacken wie ich. So drunter krachen. Oder sagt man, die Toilette runtergespült? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls war das ein Filmausschnitt aus Terminator Genesis und ihr Gehirn, das wird richtig durchsaftet jetzt. Ja. Das ist ihr Gehirn. Weg ist es. Die Nachrichten sind wichtig. Darum heißen sie ja auch Nachrichten. Sind die Nachrichten schon vorbei? Okay, ich lege mich wieder ins Bett. Der Begriff Bewusstsein ist sehr groß und sehr weiträumig gefasst. Es gibt so viele Interpretationen und so viele Verwendungen für das Wort. Und auch die Herkunft des Wortes ist irgendwie zweideutig, würde ich sagen. Für mich bedeutet Bewusstsein, also das bewusste Sein im Hier und Jetzt, Klarheit und auch Gewahrsein über das, was ist. Die Erkenntnis, dass unsere Natur reines Gewahrsein ist, die ist nicht unbedingt neu. Okay, und was bedeutet das genau? Kann mir das jemand näher erklären? In den Zustand der Klarheit des Gewahrseins und des Bewusstseins kommen kannst, alles was du dafür brauchst,
sind kurze Momente der Klarheit, viele Male wiederholt. Denn Klarheit und Intelligenz sind immer vorhanden. Sie werden schlichtweg einfach nicht unbedingt immer bemerkt, weil sie transparent sind und dadurch auch leicht übersehen werden können. Viel zu oft beschränkt sich die Wahrnehmung auf Gegenstände oder Daten. Und dann wird die Klarheit und die Intelligenz einfach übersehen. Aber was ist ein kurzer Moment der Klarheit denn nun? Um diese Frage zu beantworten, musst du nur für einen Moment aufhören zu denken mit dem Verstand und zur Ruhe kommen. Ein kleiner Moment reicht schon. Das ist der Moment der Klarheit. Denn was dann ist und dann zum Vorschein kommt, ist das Gefühl von Aufmerksamkeit und offener Intelligenz. Du bewertest nicht, du urteilst nicht, du denkst nicht. Du bist einfach nur da, offen und frei. Offene Intelligenz. Dies ist die Klarheit des Bewusstseins. Und das Bewusstsein und die Klarheit sind in dem Moment eins. Es gibt keinen Grund, Klarheit zu verkomplizieren. Da Klarheit die Grundlage jeder Wahrnehmung ist, ist sie bereits vorhanden. Auch wenn man nichts tut. Sie ist nicht etwas, was in der Zukunft irgendwann mal erlangt werden muss. Und deswegen empfehle ich auch dir, kurze Momente der Klarheit viele Male wiederholt. Okay, ich glaube, das habe ich soweit verstanden. Es folgen noch mehr Teile. Wenn du interessiert bist, abonniere diesen Kanal. Du bist eine Herausforderung, allein dein Anblick ist eine Herausforderung. Ja, nicht so leicht. Hilfe! Hey bitte, ich kann jetzt gar nichts mehr für ihn tun. Ist wirklich hinüber. Ich kann was sehen jetzt. Ich kann schon nicht sehen, bitte tut sie etwas. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ja, Moment mal, ich schau mal da rein. Ich weiß gar nicht, wie der aufgeht. Was ist denn mit dieser Schraube da? Ja, was ist denn das? Ich kann sie nicht aufheben. Tut mir leid, ich kann für dieses Gerät absolut nichts mehr tun. Zeitpunkt des endgültigen Versagens. 2.14 Uhr. Nein, bitte. Es tut mir leid. Ich schlage Ihnen vor, schlafen Sie eine Nacht drüber und morgen kaufen Sie sich einen neuen Staubsauger. Werde ich tun. Geben Sie mir noch ein paar Minuten. Gehen Sie dann schlafen, okay? Wiedersehen. Kopf hoch. Das wird wieder.
Ich an eurer Stelle hätte den Staubsauger an eine Steckdose angeschlossen. Aber das konntet ihr ja nicht wissen. Jetzt geht's los, Staubsauger, ich komme. Kann man gleich? Was geht's? Das mache ich jetzt. Über Staubsauger nicht einschalten darf. Ja? Das hat er anscheinend nicht gewusst. Ja? Da ist er. Ja? Das hätte ich nicht gedacht, dass Krümeln sowas macht. Aber das hat er sich jetzt selbst eingebrockt. Da muss er jetzt selber fertig werden.
Oh nein, der Staat ist hinter mir. Der Krümel, der versteckt sich da oben. Aber warte, den zeige ich jetzt. Bitte nein! Passt. Ist er erledigt? Ciao. Ich fasse es nicht, was da passiert ist. Und dabei war ich doch sein größter Fan. Und dann nimmt er einen Staubsauger in Betrieb. Ich bin fassungslos. Und ich glaube, ich muss nach Hause gehen, wenn ich meine Baldrian an Tropfen nehmen. Das, was er da getan hat, Grünmann, bitte. Ich muss die Sendung abbrechen, es geht einfach. Dabei bei Grünwein früher mal so beliebt. Aber das ist eine andere Geschichte. Was soll ein andermal erzählt werden? Ich verstehe das nicht. Ich bin da und so seit. Ich habe Milliarden auf dem Konto und die haben gesagt, ich muss da einen Videoblog drehen. Ich habe meine Assistenten mich ausgelacht, weil sie mir das aufgedrückt. Ich dachte, da war jemand. Warum hat Grünmann eine schwarze Hose an? Warum habe ich eine schwarze Hose an? Warum habe ich eine schwarze Hose an? Komisch. Wisst ihr noch, wie es damals war? Ganz traurig, einsam und verlassen saß er da, blickte kurz auf und ging einfach da runter. Aber Mann zum Geier, hat er seine grüne Hose verloren? Hey, das ist mir rätselhaft! Hallo, ich bin's, der Tralala. Ich weiß einfach alles. Und heute werde ich genau einen Menschen auf. Hey, hallo, ich bin der Cutter und ich schneide gerade diesen Film. Grüne Dokumentation, schaut's alle mal. Ja, schneid du mal das Video weiter. Ja, mach ich. Das ist viel Arbeit. Und das ist viel Arbeit. Und das ist viel Arbeit. Heute werde ich genau einen Menschen auf der Straße fragen, was er von Grünmann hält. Und los geht's. Entschuldigung, ich habe da eine exklusive Frage für Sie. Was halten Sie von Grünmann? Und jetzt exklusiv für unsere Zuseher, ich weiß, wo Grünmann wohnt. Ich gehe mal kurz zu ihm nach Hause und frage, ob er ein exklusives Interview für unsere Zuseher geben möchte. Ja, liebe Zuseher,
der Kalamar hat euch gerade angehört. Ja, ich kann lügen. Ich stehe hier vor der Toilette, weil Grünmann da drinnen ist. Das ist gar nicht sein Zuhause. Sein wirkliches Zuhause sieht so aus. Und bevor ich euch noch länger auf die Folter spanne, stellt mir Grünmann gleich mal eine exklusive Frage. Nein! Bitte gehen Sie weg! Ich mache hier mein Geschäft! Grünmann, ich habe eine exklusive Frage für dich. Und unsere Zuseher hören genau zu. Bitte, sie verletzen mich. Ich kann das nicht mehr. Verpiss dich. Ja, das war eine unglaubliche Reaktion. Ist seine Zeit als Superheld wirklich vorbei? Kann es das wirklich gewesen sein? Ist er am Ende? Und will er doch noch gute Taten vollbringen? Sie wollten hier einbrechen, das führen Sie nicht. Verpiss dich! Oh mein Gott, hoffentlich findet er wieder zu seiner alten Kraft. Don Susan, wie war ich? Wie war ich? Das habe ich nicht da aufgeschrieben. Da steht gar nicht im Vertrag drinnen. Hey, war ich gut? War ich gut? War ich gut? Alter, ich hatte Millionen dafür ausgegeben und dann sowas. Ja, danke schön. Wiedersehen. Was ist das? Ach ja, abonnieren. Ach, schön. Oh. Ich lache wieder. Ich lache. Jetzt stehen wir da im Stau, hä? Ich werde da gequält. Ich muss die unbedingt. Die haben gesagt, ich muss mitfahren. Die haben gesagt, ich muss mitfahren. Keiner sagt was. Alle schweigen jetzt. Weißt du, was dazu sagen? Hallo? Keiner redet was. Unglaublich. Ja, hallo. Ich glaube, wir sind da. Steigen wir mal aus. Hey, was ist da die Kindersicherung drin? Ne? Bin ich 4 Jahre alt oder was? Hey, hallo. Oh, unglaublich, jetzt sitze ich wieder hier. Hallo, macht mal jemand die Tür auf? Nein, ich weiß nicht. Hey, aber das schaut irgendwie schön aus da. Da fahre ich nicht mehr mit zurück. Ja, jetzt fahren wir hier, da schaut mal, schaut wie hoch es da runter geht. Und da rauf. Und da unten sind die wilden Tiere. Da ist schon wieder so laut. Ich halte das nicht aus, ich habe gedacht, hier ist es ruhig. Ich würde gerne mal reiten gehen. Da sitzt nie jemand drinnen. Die Leute, die haben alle keinen Mumm. Für euch? Steht ein Auto.
Da kommt er. Und täglich grüßt das Murmeltier. Und weg ist es. Da jetzt beim Wolfsgehege. Hey, ihr müsst Angst haben, wir spielen da jetzt die Grey und der Wölfen. Und da sind die Wölfe und die verstecken sich alle. Wir müssen wir alle da davonlaufen und laut brüllen. Eine Wolfshöhle? Gut. Sind die da reingegangen? Ich gehe da weiter, hey. Mach ich nicht rein, mach ich mir in die Hose. Aber doch irgendwie schön da. Hey, schaut's mal, das ist ja cool, ein Spielpark. Was ist denn das, hä? Hey? Habe ich was Falsches gesagt? Kommt's mal mit, ja, ein bisschen spielen. Die ist nur neugierig. Schau, jetzt kommt sie wieder zu dir. Die glauben alle, sie kriegen was zum Fressen. Hey, du da hinten, zurück zur Gruppe. Das geht so nicht. Sie hat sich unerlaubt da entfernt von dieser Gruppe. Bumm. Hey, das war ja laut, hey. Also da würde ich gern wohnen. Bei dem Haus da in der Mitte ein bisschen links rüber und rauf. Bei diesem Haus. Seht ihr es? Ihr müsst ganz genau hinschauen, dann seht ihr es. Ha, schaut doch mal genauer, wenn ihr es nicht findet. Er erstellt Businesspläne, aber er ist ein dreckiger und widerlicher Betrüger. Bitte, hab keine Idee, was du als nächstes tun könntest. Oh nein! Oh Gott, mein Beileid für das nächste Opfer. Los geht's. Ja, hallo. Ich suche jetzt jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann. Und der einfach da auf der Straße ist und da ist schon jemand. Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Ja. Hallo?
zum Teil? Ja, wir müssen beide im Bild sein. Mhm. Also sie werden sehr berühmt werden und mhm. Dieses Video ist jetzt auf YouTube, okay? Mhm. Freuen Sie sich darüber. Ja, das ist, ja. Ja, sehen Sie, Ehre. Hören Sie genau zu, so einfach geht das, jemanden zu finden, der in einem Video mitmacht, ne? Stopp, Moment mal. Hallo? Bleiben Sie mal stehen. Ich habe hier extra an der Mauer gelehnt und auf Sie gewartet jetzt. Ah. Ich bin vorausgelaufen. Wir gehen gerade über die Straße. Was sagen Sie dazu? Ja, es ist grün und deswegen gehen wir und wir benutzen. Sie haben ja auch einen Hund dabei. Ich habe Sie gefunden. Ich habe da einfach im Telefonbuch nachgesehen. Und ja, guten Tag. Hallo, ich habe Sie gefunden, ich habe im Telefonbuch nachgesehen. Gratuliere. Ja, passt. Okay, ja, dann kommen Sie mal rein. Passt, okay. So einfach geht das. Ja, hallo. Hallo. Wie ist es für dich heute gelaufen? Danke, gut. Ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt, dass ich da auf der Straße gefragt worden bin, ob ich ein bekannter YouTube-Star werden will. Mhm. Und ich freue mich jetzt schon auf meine Karriere. Ja, stellen wir einen Businessplan auf? Das machen wir, das. Okay. Dann holen wir einen Zettel und einen Stift und dann legen wir mit der Arbeit los. Ja, das liest sich schon sehr, sehr gut. Hey, Sie haben es ja richtig drauf. Das ist faszinierend. Auf diese Idee werde ich nicht gekommen. Sie haben ja echt grandiose Ideen. Das ist echt der Wahnsinn. Ich finde es toll, dass Sie einfach so mich in meiner Wohnung gefunden haben und dass ich Ihnen einfach so vertrauen kann, vor allem, ja? Okay. Das finde ich faszinierend. Ja, okay. Wie spät ist es? 20 Uhr. 20 Uhr? Das ist okay. Ja, ich glaube, ich muss gehen, okay? Okay. Ihr Businessplan ist hervorragend. Und ich werde es morgen berühmt sein. Ja, okay. Ja, danke. Darauf geben Sie mir eine Hand. Und da danke ich Ihnen. Ja. Ja. Dann noch einen schönen Abend. Brauchen Sie noch etwas? Nein, ich kann schlafen. Nee, danke. Ich bin schon weg. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und dass Sie bald erfolgreich werden auf YouTube. Dankeschön! Wiedersehen! Habe ich ein Abendessen? Nein, so schön aufgeräumt. Hey, wieso hast du das getan? Ich mag dich gar nicht mehr! Geh weg! Hey, was ist das? Ach ja, abonnieren. Oh Gott. Ich spreche es gleich direkt an. Ich spreche es direkt an. Die Banken und alle Zentralbanken und alle Nebenbanken, die können zusperren. Es gleicht sich sowieso wieder aus. Die Meinungsfreiheit wurde vor kurzem begraben. Komm her. Ich schlage dir alles zusammen, da ich schlage dir den Schädel ein. Auf der Treppe. Liegen 100 Euro. Aber er war zufällig da, dieser Käse. Ich bin im Konsumwahn. Sie müssen kaufen. Sie müssen kaufen. Bitte teilen. Bitte verbreitet es im Internet. Es kommt wohl besser an, wenn ich mich richtig aufrege, oder nicht? Bitte, lieber Gott. Gib mir einen Sinn. Oder willst du mit Gesetzen kommen? Oder als Mauer auf einer Baustelle. Es wird versucht. Es hängt doch alles irgendwie zusammen. Alles. Jo, das schafft er auch. Das Universum ist miteinander verbunden. Du musst dafür keine 40 Stunden die Woche arbeiten. Die Bundesregierung kann zurücktreten, weil ich habe die Schnauze endgültig voll. Was ist falsch daran? Wo liegt der Fehler? Ein Flugzeug. Ich gehe wieder schlafen. Was ist denn das? Ein Dreieck am Himmel.
Das alles gar nicht. Ja, jetzt sind wir hier. Ausblick da. Ich wäre jetzt aber viel lieber im Mediamarkt und würde ein bisschen Computer schauen oder so tun. Wollen Sie das auch? Ja, ich würde gerne im Mediamarkt lieber sein als wie hier. Es gibt so viel Natur hier und so viele Felsen, da kann man sich überall verletzen. Okay. Was ist denn das? Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht dein Ernst, wir gehen nicht zu diesen Tieren da runter, oder? Nee, da habe ich Angst. Schau mal, wie wild die gucken. Schau, wie wild die gucken. Die gucken ja ganz böse. Da sind so viele davon, ich verstehe das nicht. Ganze Liebe, ja? Wow. Du bist der ganze Wilde, oder? Hallo. Hallo. Und wie gefällt es dir? Mir? Ja. Was ist denn das? Weiter. Ja, die Kuh, die freut sich, ja? Die wartet auf dich. Bitte kommen Sie, gehen Sie weiter. Nicht warten. Okay. Ciao. Hallo. Oh, wie war's für dich? War schön. War schön für dich. War lustig. Sehr schön. Ah. Schaut mal, wie hoch da runter geht, da rauf. Und ich halte das nicht aus. Schaut mal, wie hoch es da runter geht. Ich glaube, ich muss kotzen. Ich bin gerade zum Schöpfen, das war gar nicht toll. Ja, wollte ich nur loswerden, danke. Es war einfach schrecklich. Es war furchtbar. War furchtbar. Viel zu reine Luft. Und hoffentlich sind wir bald im Tal wieder. Ja, wir wollen uns schon. Ja. Endlich zu Hause. Endlich wieder zu Hause. Der wunderschöne Freudenton, der viele Verkehr. Ja. Hier fühle ich mich zu Hause. Ja, die roten Ampeln. Ja. Ja, wundervoll. Ja. Besser als ihn da oben, ey. Da war mir richtig schlecht. Ja. Ja, unglaublich. Endlich wieder zu Hause. Ja, jetzt gehen wir zum Mediamarkt. Okay, ja. Ich trete zur Wahl an. Ich habe mich gerade frisch gemacht. Ich schaffe das. Ich kann das. Darum trete ich zu dieser Wahl an. Sind die Wahlkuverte nicht fehlerhaft und die Wahl wurde auf irgendwann mal verschoben? Was? Warum hat mir das denn niemand gesagt? Ich muss das lösen, dieses Problem. Ich war sehr blind. Was? Hä? Ja, guten Tag. Ihre Wahlkuverte, was Sie uns geschickt haben, sind alle fehlerhaft. Geben Sie uns einen Preis auf was, sofort.
im Jahr statt 500.000 Euro berechnen wir Ihnen nur 490.000. Ja, okay, ich bin damit einverstanden. Ich trete zur Wahl an und ich möchte unbedingt gewinnen. Haben Sie kapiert? Hey, ich brauche dringend eine Kaugummi zur Beruhigung. Ich halte das nicht aus. Das ist nun schon scharf. Ja, wann machen wir die Wahl denn jetzt? Am 27. November oder am 4. Dezember? Ja, woher soll ich das wissen? Wirf eine Münze, ganz einfach. Ja, Kopf oder Zahl? Das Schicksal entscheidet. Geht denn das? So, jetzt rufe ich einfach mal beim Untersuchungsausschuss an und frage, was los ist. Wir sind zurzeit im Urlaub. Hey, die wollen mich veräppeln! Hey, ich hab schon Durchfall von so viel Inkompetenz. Jetzt hört sie mich auf zu filmen, ich mag das nicht. Also, ich es ist einfach nicht normal, was da abgeht. Okay, und jetzt ist genug. Mir steht das Wasser bis hierhin. Ich habe die Schnauze endgültig voll. Ich gehe jetzt. Hier die Lottozahlen der heutigen Ziehung am 11. September 2016. 2, 20, 22, 29, 34, 36, Zusatzzahl 21. 22, 22. Das sind meine Lottozahlen. Die habe ich 5 Jahre lang getippt. Falls Sie der Mensch sein sollten, der 5 Jahre lang dieselben Zahlen getippt hat, aber heute vergessen hat, aufzugeben, in Ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Oh, Scheiße. Kommen Sie damit zurecht, weil Sie sind ein Versager. Bitte, bitte, bitte. Das Leben ist so ungerecht, warum? Hey, also jetzt mal ernsthaft. Ich bearbeite gerade dieses Video da im Schnittprogramm. Und dann schaue ich auf die Seite, wo die Lottozahlen stehen. Und ihr werdet einfach nicht glauben, was da ist. Da schaut euch das an. 22. Die sind tatsächlich gekommen. Nee, falsch. Da ist ein Vollkorknäher, ich wirklich ein Vollkorknäher. Da Terminat mir drin. Okay. Das war das Beweisvideo.